Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 1. Part 49 mittlerweile. Ja, wir kommen aber langsam dem Ende zu und ich frage mich einfach immer noch, wo Alwin ist. Und denn wir sind hier bei der Gruft, man muss nämlich hier Friedhof Eingang hier und dann hier bis nach vorne latschen. Unterwegs gibt es noch hier einen Kreis der Elemente, den habe ich betätigt, wie ihr oben hier links erkennen könnt. Und ja, das schöne Ding ist eine Pflanze oder so. Keine Ahnung. Ach so, nee, das ist das. Ich dachte, das war so geil animiert. Habe ich bis jetzt noch nicht so drauf geachtet. Mann, bin ich teilweise idiotisch. Aber ich wollte hier starten, weil hier direkt eine Cutscene startet. Und im letzten Part, ja, haben wir wieder mal lange gebraucht, bis wir irgendwas gemacht haben. Und viele Missionen kamen oder Cutscenes kamen aneinander. War aber cool, muss ich sagen. Endlich kommt Fahrt auf. Und ich bin froh, dass wir endlich nicht mehr so viel latschen müssen momentan. Ich glaube, ich habe hier gespeichert, ne? Ja, zur Sicherheit speichere ich nochmal. Und jetzt, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, guckt den nach. Es ist, auch wenn es eine Stunde lang geht, ziemlich empfehlenswert. Ihr könnt es ja in Abschnitten gucken. Dann wird es euch nicht langweilig, weil ich meine, ein Film geht eine Stunde, irgendwie ein Anime geht 20 Minuten, ihr könnt es am Morgen 20 Minuten gucken oder jeden Abend, das ist euch überlassen, handelt wie ihr wollt. Es gießt wie aus Eimern! Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase, ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Okay, Friedhof in den Sümpfen, neuer Tagebucheintrag. Ich muss nach Einbruch der Nacht zu der Gruft gehen und gegen die Striege kämpfen. Cool. Ich muss dem Schmied bla 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 bla. Cool. Jetzt geht's gegen die Striege. Hat hier auf. Oh, Wellerath ist hier. Dann sprechen wir noch mit denen.
Oh, ich brauche nur noch eine Feuerstelle vorne. Es gießt wie aus Eimern. Seid gegrüßt, Geralt. Foltest bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltest weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltest bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Okay. Und jetzt? Danke. Cool. Oh ne, nicht schon wieder so ein Raum. Ist der hinter mir? Das ist nur der Grufteingang. Hallo? Darf ich mal? Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Jetzt eine Feuerstelle. Ja, aber ich hätte gerne auf der Karte gesehen, wo ich durchlaufe. Oh Mann, warum gehst du jetzt irgendwie dich niederknien, Kollege? Habe ich dir das irgendwie erlaubt? Sarkophag. So. Dankeschön. Das lese ich mal. Ostrids Tagebuch. Ich verfluche euch. Foltest und Hof. Oder Hofe. Ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestuösen Taten. Eure Schwester Adda hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf dass eurer Lüsternheit Kind so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen und mein Hass brennt wie Feuer. Okay. Interessant. Holztruhe, was gibt's denn da drin? Ja. Der letzte Wunsch. Ungeheuer Ifrit, Zutaten Pyrit. Jetzt kann man das wieder ablegen. Sehr gut. Die Seite hätten wir durch. Hierdurch sind wir gekommen. Jetzt können wir mal hier drumrum gehen. Was ist denn hier? Wird betreten. Auch okay. Das ist nur so ein Raum. Wir speichern jetzt an der Stelle wieder. Und zwar... hier, Burg, lassen wir mal stecken, so. Jetzt gehen wir hier mal durch. Wieder in der Dunkelheit. Hier hat es noch einen Sarkophag. Hier hat es einen Zettel. Aufzeichnung eines Elfendichters. Der Stil dieses Textes ist wunderschön. Es heißt, der Gesang eines begabten Minnesängers könne eine Rüstung mit Magie erfüllen. Cool. Bin hier noch Teile von Rabes Rüstung. Ich habe jetzt zwar XP bekommen, ja. Wunderbar. Aber was bringt mir das? So, hier. Neue Region wird betreten. Stein des Wanderers. Schon wieder diese Scheiße.
Jeder andere kommt nicht durch, ich schon. Gelber Metroid. Nehme ich mal mit. Orens auch. Hier kann ich auch mal speichern. Gruft der Sträger. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch getilgt. Jetzt brauche ich zweimal Igni. So. Und dann trinke ich noch was. Drücke auf Art. Warte, bis es wieder voll ist ein wenig. Und hau mich durch. Was? Eine andere Kombination. Wie wäre es mit zweimal Wind und einmal Feuer? Sonst muss ich mich wieder schlau lesen, ne? Das wäre jetzt beknackt, ne? Ich muss nach Einbruch der Nacht zur Gruft gehen, bla bla blieb, blu bla bla. Wie löse ich das jetzt am besten? Ich möchte auch nicht einfach so vergeuden. Segen der Luft, ja, ist gut, aber bringt mir gerade herzlich wenig. So, zweimal Luft und einmal Feuer. Es kann ja nur so sein irgendwie, oder einmal. So, yo, umgekehrt. Genau, ganz genial. Haha. Intelligenzbestie hat zugeschlagen. Ist eigentlich auch nicht so schwierig. Aber gut, wenn wir schon bis hierhin geschafft haben, möchte ich das nicht nochmal machen müssen. Hier. Können wir mal speichern. Ja, ich muss es schon machen, um zurückzukommen. Das reicht dann auch. Oh. Was ist denn hier kaputt? Halle. So. Und was hat's in dieser Halle? Nichts Besonderes irgendwie. Zumindest noch nicht. Korridor. So, dann gucken wir jetzt mal hier noch nach. Sieht fast so aus wie beim anderen Scheiß. Ey, ein Basilisk. Finde ich jetzt aber süß. Na dann. Bringen wir dich halt so zur Strecke. Basiliskchen. Du hast sowieso keine Sonne hier zu sehen. Ort der Macht. Den nehme ich gerne an. Ritual des Lebens durchführen, auch wenn der gleich nicht mehr wirkt. So. Voodoo-Runenstein. Was ist denn das? Stockte Ritual, ein Gebet an, den ewigen, an das ewige Feuer auf einem Stück alten, brüchigen Pergaments. Aha. Nö. Also wer sich das durchlesen will, ganz gerne kann er das tun, aber es geht um das ewige Feuer und das interessiert mich genau kein Meter. Ach so, das kann ich immer wieder machen. Die brauche ich nicht. Kann ich jetzt hier wieder raus, oder wie? Ja, jetzt habe ich eigentlich das gemacht, was ich tun sollte, ne? Hier nach dem Rechten gucken. Und danach müssen wir die Strieger auseinandernehmen. Gibt also heute wieder ein bisschen längerer Part. Wer die Strieger tot sehen möchte, oder besser gesagt, geheilt sehen werden möchte, der kann gerne dabei sein. 1, 2,
trinken. Feuer. Und dann sind wir schon wieder durch. Ja, so geil. So müsste es eigentlich immer laufen. Dass ich Rätsel so schnell löse. So. Jetzt gehen wir hier mal raus. Mal schauen, wo die Sträger danach auf uns wartet. Vielleicht müssen wir das ganze Spektakel nochmal machen. Aber mir egal. Ich möchte jetzt zu Bellarat und ihm Bericht erstatten. Was ich gefunden habe und wie auch immer. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Best. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst. Ja, super. Das heißt, wir speichern gleich um die Ecke. Hier. Machen Nacht. Und gucken jetzt mal, was uns die Gruft so bringen mag. Ich möchte nur speichern. Dass ich nicht mehr Nacht machen muss. Und überhaupt nichts mehr in dieser Weise machen muss, was ich von also davor schon erledigt habe. So, und jetzt die Sträger killen. So, habe ich die Mission ausgewählt. Ich bin jetzt da und möchte sie killen. So. Hi Sträger. Wahrscheinlich ist sie ganz hinten wieder. Gruft der Sträger. So. Jetzt darf ich das ganze Schauspiel nochmal machen. Eins, zwei. So. Nehme ich nochmal so ein Tafelwasser. Dann sind wir hier schneller durch. Und dann kann es auch schon weitergehen. So. Wundervoll. Gleich speichere ich nochmal. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was jetzt abgeht dann. Und da unser guter Homie Geralt nicht immer speichern möchte, muss ich halt selbst mal Hand anlegen. Autospeicherung würde ich schon völlig begrüßen. Ich habe schon alle 3 Minuten drin, mehr kann ich nicht. Seht ihr, hier ist schon wieder ein Basilisk. Hier ist schon wieder der Basilisk. Ihr seid Banane. Na, hast du noch nicht genug? Willst du mich schon ein bisschen andamagen? Das kannst du vergessen. So, wir müssen Ritual des Lebens durchführen. Sonst sind wir am Arsch. Und jetzt? Was möchte das Spiel von mir? Was möchte das Spiel von mir? Das wäre jetzt so die klassische Frage. So, ich muss nach Einbruch danach zu der Gruft gehen und gegen die Sträge kämpfen. Ja, was glaubst du, was ich versuche, Mann? Oh Mann. Nochmal. Diesmal warte ich, außer nee, ich habe sicher noch Eier oder so. Nur das für Vitalität. Hat's noch was, um Ausdauer zu erhöhen? Ich glaube, dann werde ich mal hier kurz abbrechen und dann schauen, wo die Sträger ist. Bis zum nächsten Part, meine Freunde. Es tut mir jetzt leid, aber dafür gibt es 2 Folgen, Freunde. Ihr kriegt heute die Sträger, aber halt nicht in diesem Part. Meine Fresse.
Bis zum nächsten Mal. Tiddle.